Der Blitzableiter, der wurde von diesem Mann hier erfunden, den ihr da seht, Benjamin Franklin. Der ist Amerikaner, erfolgreicher Unternehmer, Politiker, aber eben auch Naturwissenschaftler. Einer, der gerne experimentiert. Und von seiner bedeutendsten Erfindung möchte ich euch heute erzählen. Von der Erfindung des Blitzableiters. Los geht's! Jeden Dienstag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal Geschichte erzählt. Die Erfindung des Blitzableiters, die beginnt mit einem Experiment im Jahre 1752. Und dieses Experiment, das sehen wir hier. Da ist Benjamin Franklin zusammen mit seinem Sohn bei Gewitter draußen und die beiden lassen einen Drachen steigen. Der Sohn, der wirkt auf diesem Bild ja auch schon ein wenig ängstlich und das Experiment ist auch gefährlich. Auf keinen Fall soll man es nachmachen. An der Spitze des Drachens vielleicht, man weiß das nicht genau, Metall und die Schnur, nass durch den Regen, leitet den elektrischen Strom. Am Ende der Schnur befestigt ein Schlüssel. Der ist jetzt auf dem Bild hier nicht zu erkennen. Und dann schlägt dieser Schlüssel Funken. Und so kann Benjamin Franklin zeigen, was er eh schon zu wissen glaubt. Beim Blitz entsteht starker elektrischer Strom. Ob das Experiment jetzt wirklich so stattgefunden hat, ist nicht klar. Franklin hat zwar von diesem Experiment erzählt, aber es gibt keine Zeugen außer ihm und seinem Sohn. Das Bild beispielsweise, was ihr gerade seht, das entsteht erst mehr als 100 Jahre später. Auch ist das Experiment wirklich sehr gefährlich. Benjamin Franklin würde einen direkten Blitzeinschlag in den Drachen wohl nicht überleben. Und dann ist auch fraglich, ob gerade dieses Experiment den Durchbruch gebracht hat. Auch andere Forscher experimentieren zu der damaligen Zeit mit Blitzen. Dass ein Blitzeinschlag extrem gefährlich ist, wird dabei oft sehr unterschätzt. Ein Forscher in Russland kommt bei seinen Experimenten sogar zu Tode. Der Weg zum Blitzableiter ist jetzt aber nicht mehr weit. Man weiß ja nun, dass Gewitter elektrisch geladen sind. Und auch, wie man diese Ladung gefahrlos zu Boden leiten kann. Es braucht nur einen Stab als höchsten Punkt auf dem Dach eines Hauses. An diesem höchsten Punkt schlägt der Blitz dann ein und wird mit einem Draht zu Boden geleitet. Hierbei nimmt der Blitz immer den Weg des geringsten Widerstands. Bis sich der Blitzableiter dann auch in Europa durchsetzt, wird noch eine Zeit vergehen. Manche Menschen haben auch Angst, dieses neue Gerät würde gar nicht helfen, sondern eher noch Blitze anziehen. Das ist natürlich Unsinn. Benjamin Franklin. Die Blitze hat er gebändigt, aber da ist noch viel mehr. Er hat die Unabhängigkeitserklärung der USA mitentworfen und mit unterschrieben. Bis nächsten Dienstag.